Die Wohnungsfrage spitzt sich zu. Immer höhere Mieten lassen Mieter verzweifeln, während Eigentümer sich über Wertzuwächse freuen können. Aber der Markt verändert sich. Denn neue Gesetze machen es Internetfirmen möglich, die Immobilienbranche aufzubrechen. Eines dieser sogenannten PropTech-Startups, die Firma Group Estate aus Berlin. Auf Group Estate suchen und finden sich Menschen zu Bau- oder Kaufgemeinschaften zusammen. Gemeinsam können sie so Wohnprojekte verwirklichen, die für jeden alleine unbezahlbar sind. Durch das Internet hat sich die Einstellung der Leute zum Teilen verändert. Auch der Wunsch, etwas mit anderen Menschen gemeinsam zu besitzen, ist heute durch das Netz viel verbreiteter. Zwar haben Immobilienmarktplätze wie ImmobilienScout den Markt bereits vor 16 Jahren durchgeschüttelt und Anzeigenblätter und Regionalzeitungen als wichtigste Informationsquelle abgelöst, aber jetzt erlebt die Branche eine zweite Welle der Digitalisierung. Und Platzhirsch ImmobilienScout muss plötzlich fürchten, von neuen Unternehmen und Technologien verdrängt zu werden. Um das zu verhindern, arbeiten in dem Unternehmen 150 Programmierer an immer neuen Innovationen. Eine der Maßnahmen? Der ImmoScout-eigene Inkubator YouIsNow, der Startups ans Unternehmen bindet. So versucht der Branchenprimus, neue Ideen und Talente an Bord zu holen und vor allem die Konkurrenz der Zukunft im Auge zu behalten. Wir sind kontinuierlich paranoid. Ja, wir müssen Technologien der Immobilienbranche schneller zur Verfügung stellen. Es werden Akteure gewinnen, die die Digitalisierung für sich nutzen können. Immobilienexperte Kai Kummert von der Beuth-Hochschule Berlin verfolgt seit über 20 Jahren den Umbruch der Branche, die immerhin rund ein Fünftel der gesamten Wirtschaftsleistung Deutschlands ausmacht. Für Kummert war es nur eine Frage der Zeit, bis Startups diesen gigantischen Markt für sich entdecken. Das qualitative Neue ist, dass wir nicht nur Informationen und Handelsprozesse abbilden, sondern dass diese Innovation mittlerweile auf Finanzierungsmodelle geht. Das sind die großen Vorteile und die Prozesse werden extrem unterstützt aktuell. Und da gehen Startups rein und machen ganz neue Geschäftsmodelle, die uns helfen bei der Immobilientransaktion. Nicht alle dieser neuen Geschäftsmodelle haben dabei zwingend etwas mit Technologie zu tun. Auch der Gesetzgeber setzt die Branche unter Druck. So gilt seit letztem Jahr das Bestellerprinzip. Seitdem zahlen nicht mehr Mieter den Makler, sondern die Vermieter. Und denen sind die Makler plötzlich zu teuer. Quasi über Nacht entstand so ein neuer Markt für Startups, die statt teils horrender Provisionen Festpreise verlangen. So wie McMakler, die Vermieter mit Schnäppchenpreisen von 498 Euro ködern. Aber auch Geschäftsführer Lukas Pichonka glaubt nicht, dass Billigpreise und Service übers Netz alleine ausreichen, um traditionelle Makler überflüssig zu machen. Wir haben ja wirklich gestartet mit der Idee, ein Produkt anzubieten, wo wirklich alles technologisiert ist. Aber was extrem wichtig ist, dass gerade in diesem Markt, der vielleicht auch ein bisschen älter ist von der Struktur, auch ein bisschen verkrusteter und auch nicht so technologieaffin, insbesondere seitens des Vermieters oder des Verkäufers, dass man dort auch das Vertrauen schafft durch das Personal. Die Digitalisierung der Immobilienbranche verläuft so nach einem altbekannten Muster. Uber hat Taxifahrer nicht überflüssig gemacht und auch nach Airbnb wird es noch Hotels geben. Aber die Zeiten werden härter für Zwischenhändler und diese Reihen werden sich lichten. Mitleid habe ich so richtig nicht, weil ich finde, diese Art des Zwischenhandels, gerade bei dem emotionalen Thema Wohnen, wenn es im privaten Bereich geht, fand ich es bisher immer sehr unangenehm. Und ich finde die Entwicklung perfekt, dass man das Ganze digitalisiert, weil das sind Prozesse, die man wirklich digitalisieren kann. Darüber, dass es Probleme auf dem Wohnungsmarkt gibt, besteht weitgehend Einigkeit. Startups wie McMakler sind ein Anfang, um Zusatzkosten beim Kaufen und Vermieten zu senken. Das eigentliche Problem ist aber die Wohnungsnot. Und wie dieses Problem angegangen werden soll, das ist eher eine politische als eine technische Frage. Ohne die entsprechenden Rahmenbedingungen bleiben deshalb Immobilien, trotz neuer Verkaufsmodelle, für den größten Teil der Bevölkerung schlicht unerschwinglich.